Was ist denn passiert? Okay, we're not using that one anymore. Oh, fuck. Yeah.
Kann man sich hier bedienen? Ja. Ja. Schmeckt man mich ja? Ja. Nein. 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 Mamma mia. Well, it will be like a very, very so, and you will be, it's just like the bikes without America. So, yeah, there's a fridge, but full with alcohol. But the fridge is full of beer. I was thinking maybe we should maybe. Oh, die Rusty, danke für den Sound. We have the pause now. Yeah. Was geht? Na? Thank you.
sit down there to play friends and then I go, fuck. Can I get another CRT? You think maybe? Kannst du noch ein CRT? Kannst du? Kannst du noch ein CRT hochbringen? I was gonna sit down and play. We have 12 signed up. I was gonna sit down and play friendlies and the CRT wasn't. Can't see? We have 12. I'm gonna get one. Wie gut ist Ashton? Wie gut ist Ashton? Hi, Heide, wie geht's? Das ist einer, der gerade Urlaub macht aus Amerika. Hier. Na, wie geht's? Kommst du heute noch oder bleibst du zu Hause? Oder beziehungsweise auf der Arbeit, je nachdem. Nee, gibt es nicht? Warte. Vielleicht ist es zu leise. Ist es besser so? Ne, jetzt hört man es gerade nicht wegen. Weil das nicht in den. Warte, dann mache ich das mal noch etwas lauter. Weil ich sehe nur die Sprüche bei OBS. So müsste das, glaube ich, besser sein. Oh mein Gott, wir haben beide.
going down. Du hast am Anfang einen Ball. Am Anfang wird bestimmt 20 Magic Ashken. Können wir das besiegen? Ich lasse ihn mal gegen Magic und gegen Harambol. Ich habe ihn, glaube ich, unter Magic gespielt. Aber das ist immer noch zu hoch. Ja, das ist ein komisches Seeding. Ja, achso, das war das Seeding. Okay. Ja, der drunter kommt halt der Harambol. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Guck mal, ich habe jetzt genau halt gegen die beiden, dass ich jetzt spielen, damit wir da kann man mal entscheiden. Es kommt gar nicht? Nee. Ah. Buffelbar. Was ist denn das? Kommt der? Buffelbar. Das ist halt schwierig, ne? Ja, wie ist das letzte Mal ausgegangen? Ich glaube, Boff wurde Zweiter, ne? Dann würde ich sagen, Boff haben. Yeah, you're gonna be playing against like the seed above you and the seed below you if you go to these guys. That's the perfect place to check. I'm gonna get a little bit of that every time I win a
I think that's okay. And then at your opinion, you did it down to me. No, it did not talk. It doesn't work on the fire. The move is only good if I. It's just a one of the better. Yeah. Yeah. The only problem is when you have it in mind, I think we're going to be over it. Alright, we're going to I'm going to
Wir haben gerade nur zwei weitere angeguckt, die wir jetzt gespielt haben. Thank you.
Oh mein Gott. Okay,
Hey, jo, hallo Heide. Ja, nach dem Netz. Du hast einen Ball. Ich hab einen Ball? Der ist ein Ball. Genau, können wir eine Runde warten. Okay, guys, first match, first round, Magic versus Ashcon on stream, buff target against Pink Bud, Marley versus Haram Boy, and third versus Ace. All the space of fun. What's up? What's up? Where am I playing? You must play Protected versus Buff Target. Oh, I have a buy. Oh, shit. Yeah. Are you second? No, third seed, right? No, I think I'm... Third? I think third. I've got to be fourth. Third or fourth? I think fourth. Got to be fourth. Benny's got to be fourth. Yeah, third. Nah, I mean third, yeah. Any fourth. Then Raymond is first seed. Yeah, Parsa second. Then he's third. And then fourth. Yeah. Okay. Makes sense. Keine Ahnung, Heide, es ist irgendwie nur was mit einem Spiel, was hier nicht stimmt. Keine Ahnung. Wenigstens, aber heute ist jedenfalls ein CRT kaputt gegangen. Das ist so ganz leicht explodiert. Hat auch die Sicherung rausgenommen.
Ich hab schon vorher Hallo gesagt, aber man hat nicht geantwortet. Man hat mich einfach ignoriert. Ich hab Heide Marken gespielt. Okay, jetzt bin ich voll gefressen von diesem Tiramisu. Ich hatte halt davor schon einen Döner. Ich hatte auch davor einen Döner. Ich war bei dem Tasty-Dingen. 4 Euro für so einen Gemüsedöner, der das macht und eigentlich ganz nice ist. Schon richtig guter Value wahrscheinlich. Ja, von Kostenstruktur geht wahrscheinlich das beste Value, den man so kriegt. So, für die meisten Döner zahlt man ja einen 6er. Die machen dann eventuell nicht mal das. Ich habe heute den Seitan-Döner natürlich. Und? Der schmeckt schon gut. Der Seitan kann ballern. Ich hatte bisher hier noch nie einen Seitan-Döner, aber ich hatte schon ein paar Mal welchen, fand ich immer nice. Leitern ist, wenn man es gut macht, übertrieben. Ja, das ist der. Das bin ich, ja, hallo. Okay, Game 1 ging an Fox. Oder ist es Game 2? Nee, Game 1. First of 5, ja. Wie viel Stock hat er gehabt? Weiß ich gar nicht. Ob ich mich vom Boxen zurückhalte? Wir haben hier Tiramisu. Ja, die Sache ist, ich mache halt gerade die ganze Zeit mit Anni Sport in so einem Park. Und deswegen kann ich halt gerade nicht zum Boxen gehen. Ich hätte eigentlich voll Bock, aber. So, der Grind continued gerade, aber nicht beim Boxen. So, vielleicht irgendwann mal, wenn Anni da nicht kann oder wenn das Wetter scheiße ist, dann kann ich vielleicht mit zum Boxen kommen. Ja, ich hol's wieder einfach in die Box. Nee, ich bin kein Cheater, ich hab keinen Bock auf Box. Box ist scheiße. Dann kannst du hier boxen. Nee, Alter. Nur scheiße, der Tag, an dem ich Box spiele, ist der Tag, an dem ich sitzen sollte. Ich hab mir da eine Box geholt. Ja, das Tiramisu ist actually insane. Also es hat Mixed-Bread mitgebracht. Und er ist Italiener und es schmeckt halt auch nice. Also, wer hätte das gedacht? Na, ich sollte nicht zu viel davon schlemmen, sonst komme ich noch in Food-Koma. Und wenn ich das sage, ist der zweite Stock von Mars weg auf FD. Er versucht den Stock zu closen, aber Marv kriegt nicht viel mehr aus dem Upro bei dem Prozessor. Das Next Thread Tiramisu ist insane. So viel kann ich sagen. Legitim schmeckt genauso wie das Tiramisu meiner Mom tatsächlich. Also die hat auch irgendwie so ein Rezept von so einer Freundin bekommen. Und es schmeckt 1:1 genauso. Also entweder hat Nick Fred das Rezept geklaut oder meine Mom. Oder vielleicht sind die befreundet. Vielleicht hat meine Mom das einfach Rezept diese nicht. Italienische Rezept. Ja, das Italienische. Wahrscheinlich schon. Das nur, es gibt mal. Ich weiß nicht so, ich habe davon noch nie so ein Tiramisu gegessen, außer von meiner Mom davor. Auch irgendwie in so einem italienischen Restaurant oder so. Ich meine, wenn es halt so naheliegend ist, dass es so authentisch italienisch ist, weil das ist halt richtig einfach zu machen. Also ich glaube, ich kann das auch machen. So, wie es meine Mom schon gemacht hat. Das ist echt nicht kompliziert. Du brauchst ein bisschen von diesen Biscuit-Dinger, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Mascarpone, ein paar Eier, Zucker und das war's eigentlich schon. Und Liebe. Und Liebe natürlich, ja. Dann so ein bisschen Kakao so drüber und insane. Nicht zu das von für Ashton. Ashton war aus Amerika. Der ist ja einfach zum Durchreisen, ne? Ja, der macht das. Ich glaube, der ist hier wegen Nintendo. Ja, da kommt ja auch bald nach Berlin. Der ist halt, finde ich, ich glaube, in Irland beim Schaffen. Spielt das Schach? Oder der hat wieder. Mein Schach ist Hype. Ja. Nintendo hat einfach Big Brain.
Anscheinend. Aber man muss ja auch davor, dass du Big Brain ist. Generell Medi-Player sind einfach Big Brain. Ich habe das Gefühl, IT-Spieler especially sind Big Brain. Nee. Ich habe ihn gefragt und habe gesagt, weil er hat sich auch nicht angemeldet. Hey. Soll ich dem Schreiben zu spät? Ja. Er hat sich halt auch angemeldet. Ich hab's geschrieben. Ja? Einfach insane Sportspolitik. Ja. Besiegt Marvel das Spiel, muss nicht Sheet-Counter picken dafür. Das ist verrückt. Er hat einfach das Matchup figured out. Hinkopf ist ein. Oh mein Gott. Das war da. Ich hab nicht hingeschaut, was passiert. Der Finkart ist einer, der halt von relativ ist, aber halt jede Woche. Ah, weil ich kannte den nicht. War mir zu awkward, danach zu fragen. Weil ich dachte, vielleicht habe ich ihn schon mal davon gesehen. Okay, aber der ist neu. Dann da war der, ich glaube, der war auch bei Virtua. War der bei Virtua Mini? Bei dem letzten. Achso, okay, da war ich. Da war auch niemand aus Berlin da, oder? Ich glaube, Ufe. Das kann sein. Hallo. Ja? Ja, drei nun. Ja, am besten noch Licht aufmachen. Was? Na, diesmal sieht es aber gut aus, schon mal. Das ist ein Weihnachtsbaum? Ja, du musst gegen Dennis. Eigentlich hätte man mich und Dennis tauschen können. Da haben wir auch mal gegen Jan spielen. Wie gesagt, ich bin Sieger. Ich? Ich spiele Falco. Deswegen find, macht gar keinen Sinn, dass ich über Dennis bin. Aber wir haben ja auch vor, oh mein Gott, kann mich nicht richtig fliegen. So, wenn ich halt Falco spiele, ist halt so. Und das gegen einen Marv. Ich würde nie gegen einen Marv vor mich schaffen. Das würde ich nie machen. Aber wenn Marv erzielt, ich würde ihn auslachen. Oh mein Gott! Er wusste einfach. Oh, ja. Ich glaube, wir wollten einen Spot-Dot abwarten, so dass man einen Teil. Oh! Ach, du kannst den mal nicht spielen. Oh mein Gott, der Engel. Oh mein Gott, so scary. That laser doesn't kill. Game 4, baby. Jonas, was ist das Score? 2-1 für Magic. Wir müssen? Ja. Ach shit. Okay, Mann. Gut, dass ich dich aufgewärmt habe. Ja, und bei dem hat er auch schon, bei Game 3 hat er einfach einen Humistock gemacht. Wer dich? Wie kannst du so scheiße gespielt? Oh!
Zum Beispiel auch so bei so, wenn es sehr knapp ist, dann fühlt sich Fox immer so ein bisschen in Führung an. Also, er muss immer so eine Kombo von ihm, so die sind saftig irgendwie. Ja, die saftig ist und dann. Die hauen halt richtig rein und dann fühlt es sich so unwinnable kurz an. Ja, wenn man es weggemacht hätte, ja, das glaube ich. Ja, ich denke, er macht es mehr Linie in der Mitte. Und das ist, glaube ich, hatte vor allem bei so ein bisschen so Slobber Knocker Round One Sachen. So, das ist halt richtig hot, wenn so Sachen einmal beide einfach mega nervös werden auf einmal. Ja. Und da ist halt die Range super. Ja. Vor allem hilft es halt auch nicht, dass Magic die ganze Zeit die coolen Sachen machen. Ja. Okay, tatsächlich, da habe ich schon mal schlecht gesehen, wie es aussieht. Weißt du das? Ist die Kasse? Hier gab es vor allem bei Marv. Oh, so ist er halt auch so ein Monster-Tipper sein. Ja. Der kann halt schon bei 30, 40, 100 Offstage. Deswegen ist er auch besser. Manche sagen, das ist auch die beste Stage. Also für manche Leute. Ich glaube, zum Beispiel Rick sagt, dass Yoshi ist die beste Stage. Aber Magic geht einfach groß. Oh. Aber, wie wir wissen, they both fuck each other up. Ja. Oh, das ist ja. Ich glaube nicht ganz, dass er die ganze Zeit so einen Mers macht, so nichts. Und man kann so ein bisschen mit Sternen, das ist voll gut, aber das kommt auch das gleiche raus. Schön. Okay. Oh. Hey, last step. Oh, mein Gott. Oh, kein SDI.
Jetzt spürt man es, jetzt spürt man es. Ja, weißt du, ja, Fox ist auf einmal richtig gut. Ja, so. Der Fox Dash hat so krass. Aber Marsch auch. Der, ja, aber er ist von Dash Dance. Jetzt macht er, jetzt macht er. Ja, jetzt gerade hört uns. Den Dash Dance Top, Mann. Oh. Den Max muss einfach nur warten. Oh mein Gott. Ein Abfall, Abwehr, Chill. Okay. Oh mein Gott! What? Was macht der? Oh mein Gott! Holy fuck! Damn. Was für ein slobberner Fan! Der Baywalk. Holy shit. Oh. Du musst die Magic spielen. That was so close. Damn, I guess the seating is right. See, I'm happy. Alright, yeah, you made it close. Well, no, so like, used to have a really, really bad problem with choking. Yeah. And so the fact that I threw maybe you must play against. Yeah. You must play against Consi. That's progress. Yeah. You must play against Consi. Oh, yeah, yeah. No, just play. You're a fox, bro. You're a fox. What? You're a fox, bro. Best character. You don't need warm up or like, you don't have to. What was the walk? Oh my god. That was. Why did I homie stop game 3? Yeah, did you lose that game? Yes, and then I lost game 4 and then game 5 was. Oh yeah, it was like so. You see the walk at the end, bro. Yeah. Yo, did this just walk up all so your fail. Wait, I think you want to fail into up smash or up air. I just fail and then if the position is good, I'm happy. If I don't, if it's not, I do like an idiot. That's my all right, answer. You want to play? Yeah, sure. Okay, let's play on stream. On stream? You're scared. Right? You want to play on stream? Oh. He said you're scared. I just didn't, you know, I just thought people like have different sets on there. Nix was in both Tage wahrscheinlich auch Game 5. See, Magic with this match was tight. One more weekly, you can walk on that. Alright. You wanna go Battlefield? Yeah. Oh. Weil das viel zu anstrengend ist zu gucken. Und mal andere Matchups sind auch gut. Hey yo, hallo Big Earth, was geht? Magic hat gerade ganz knapp gewonnen. Ding mal. Zum Schluss einfach nur ein Walk and Grab. Walken ist auch unfair. Wollt ihr dran? Meine Hand kommt auf den Schauer. Warum ist Jürgen schon wieder weg? Was soll das hier? Warum Jürgen schon wieder weg ist? Hier auf diesem Stream hassen wir Jürgen ab. Er ist einfach nie da, sagt nie Bescheid, wenn er mal da ist. Ich könnte kotzen. Der Pasek hat auch fast die Flutkoma. Ja, also ein Stück Tiramisu mehr und ich will liegen. Ich hatte halt auch heute zum Mittagessen so drei fette Laugenzöpfe, weil ich voll Hunger hatte und die schnellsten Matten waren. Und Laugenzöpfe sind so geil, so mit fett Butter drauf, Digga. Keine Ahnung, Heidi. Ich hasse Öfern schon. So ein bisschen. Aber er hat mich auch, deswegen ist es okay.
einfach hassen. Hm? Rivalität oder was? Nee, es ist schon hassen. Es ist schon tiefer Hass im Herzen, ne? Gegenüber Irfan. Irfan hat mich halt einfach jahrelang geformt, das ist so. So, das erste Set, als ich gegen ihn gespielt habe, das war so Amateur-Bracket bei irgendeinem Gammelfeier-Event, als wir richtig shit waren. Da habe ich gewonnen und danach so 4 Jahre nicht mehr. Einfach für beide Amateur, das ist so gesagt. Ja, ja, das war crazy. Das war so bei Melee Impossible 2 in Erlangen. 2016. Da habe ich Irfan rausgehauen, Amateur-Bracket, glaube ich, Winner's Quarters oder so. Aber ich glaube, das war auch nur Single Elimination, ne? Damals war noch richtiger Shit und ich glaube auch noch Foxman. Aber ja, das ist halt auch schon 6 Jahre her. War mein erstes Bayern-Event und da durfte ich gleich gegen Irfan spielen und habe ihn zerschissen. Und danach nie wieder gewonnen. Bis 2019. Es hat 3 Jahre gedauert, bis ich ihn dann besiegt habe. Und als ich Irfan besiegt habe, ging es mit meiner Karriere nur noch bergauf. Ich konnte den nie besiegen, ich war so oft so 2-0 vorne und dann hat er den Irfan gepullt und mich gefickt. Das war einfach so ein Mental. Nee, der Typ ist einfach gut. Der war vielleicht ein bisschen Mental, aber der Typ ist einfach insane. Aber an dem Tag hatte ich eh einen Run, da habe ich halt irgendwie so Arthur besiegt, Asta, der da vorhin so rausgehauen und fast gegen Niki gewonnen. Und das war so ein Peak meiner Karriere und danach habe ich nichts mehr gemacht. Ich war richtig plateaut mit den Results. Aber nee, Irfan ist gut. Aber der ist jetzt nur noch Double-Spieler. Und Tio. Der einzige von 2 Tios, die es da noch gibt. Bei Paul gibt es ja noch. Und Maddie, der zieht ja aber weg. Nach Korea. Ja. Deswegen hat man legitim nur noch 2 Tios. King? Der King und Irfan. Und du hast halt noch so kleinere Tios wie so das Jedo. Ja, du hast in Stuttgart noch ein bisschen. München, ja. Das ist ja so ein Monster. Ja, aber das ist halt auch nur so 16 Leute. Stuttgart hat halt auch so 8 oder so. Und du hast halt noch Georg, also Rick, der ein bisschen so ein paar kleine Events bei sich macht, sonst hast du keine Tiers mehr. Wenn man so überlegt, so 2019 hatten wir halt diesen scheiß Circuit mit so auch mit Awakening und so. Das kleinste Event war halt mit 64 Teilnehmern oder nee, mit 56. Und jetzt haben wir kein Turnier, was so irgendwie rankommt, dann kleinste Circle Event. Aber das geht auch schon fucking 3 Jahre her, ey. Das ist so crazy. 3 Jahre. 2019 war das Circle. Die erste Planung war auch schon 2018 am Anfang. Ja, ich weiß. Das war halt. Mehr Loser hat auch gar keinen Bock mehr gehabt, weil das so weird war. Ja, niemand hatte mehr Bock. Ich war ja auch Teil des Circle Teams. Wo wir halt keinen Bock mehr hatten, war so im Sommer, so mitten im Circuit, wo wir halt eine richtig harte Entscheidung treffen mussten. Und zwar, ob wir zu Kall oder NTSC switchen. Weil wir so viel. Wir hatten voll viel Druck von so international. Du hattest halt auch Awakening direkt davor. Und die Frage ist halt, müssen wir auf NTSC oder Kall switchen im Circuit? Weil, wenn Awakening zum Beispiel Pall wäre, wäre keiner von außerhalb gekommen international, was halt tot wäre für Awakening. Aber das wäre halt auch weird. Aber wenn nur Awakening NTSC wäre, wäre es ja auch weird. Das war alles irgendwie richtig komisch. Deswegen haben wir halt gesagt, fuck it, machen wir alle NTSC. Und im Nachhinein, ein Glück haben wir das gemacht. So, imagine, Corona hittet und wir alle haben Slippy, nur Europa nicht. Ja, dann hättet ihr bestimmt auch NPC. Unmöglich. Das wäre der letzte Ding für NPC. Das ist genauso wie mit Frozen Stadium. Das war davor auch so eine harte Entscheidung, Frozen Stadium. Ja, und dann kam Corona. Also jetzt bei Majors in Amerika hast du ja nicht mal Frozen Stadium. Ja, ich geh mal einen rauf. Falcon Punch!
What is Consi's tag? NRW man? Yeah. What is NRW man? NRW stands for North Rhine-Westphalia. What? NRW stands for North Rhine-Westphalia. It's a federation of that. He had so many tags. Ha ha ha!
Yeah, it's great. Yeah. I'm going to New York next week, and I'm staying with the Slippy Man himself. Yeah, the busy man. Slippy is the best thing ever. Yeah. I like how you guys use all the special overlays and stuff. Yeah, the program to catch the data from the Slippy. Is this Polarion stuff or? I made it by myself. Oh, nice. Yeah, I remember I changed it and I was really impressed. Because we don't really use this in the US. I think it's mostly afraid of Nintendo though, I think. Someone made it. His name is Butler, I think. Uh-huh. He made the program like that. Yeah. And Liver has this. I like how it auto updates. Like with the screen setup. Right? No, I think it's from Liver, right? Ah, I see. Select the map control. Liva, he's Berlin, right? Or yeah, but he moved to Zurich. Right. He was also decent at the end. But full-time production is pretty hard. Yeah. I mean, I understand. Especially in Europe for Melee. Yeah. Oh, the timeout! Oh my god, timeout. They made the timeout. Young Munich won by 3%. Oh my god, 3%. I mean, they were last knock and Young had like 3% and Dennis had two stocks and just stalled off stage and then died. Which game was it? Game 4. I don't know how long they I'm playing the loser. Is it game 5? Now it's game 5, yeah. Oh my god. I don't know how long they play already. I mean, that winner's water over there. Yeah. The winner team, they might The loser goes to loser round 1. The loser of them goes to loser round 1. Thank you.
Freeze? Ja. Das ist, wenn du grabst und der Laser dich gleich. Sollen wir das nächste Mal das nämlich dann on-stream lassen? Ja, mach. Das dauert halt noch eine Weile. Wir müssen noch ein Game spielen. Dann lassen wir noch Loser-Set schon vorher. Das dauert halt ein Game bei Tappen. Das letzte Game ist halt in zwei Monaten. Wir können mal gucken, was für ein schönes Set oder so. Holy shit. Look at the bracket. It's like, we're like winners final. See this game, the puff heat is going game 5. Yeah. There was a timeout, right? Yeah, that's insane. Yeah, we can just put some loser set on. Like, we're... Can I play mine? We're good on time. Oh, wow. You don't have an opponent yet. Well, I'm playing loser of that. This is game 5. If you wanna... Wait, you're a buff target on the Envoy card? No, we're a buff target. Have you played on Envoy? Yeah, but that's not it. Oh, you're a Envoy. Yeah. Can you play on screen? Are you just playing? Are you playing? Yeah. Oh, sorry. What was the score? 3-1 for buff target. Oh, no. Is that one? Yeah. That's a management thing. Aber keine Ahnung so. Hier gehen halt wirklich so Leute, oh du, die so. Weil Jan wird vielleicht. Nein, hier gehen die Leute. Eschken wird. Ja, ja, hier gehen jetzt so alle. Das ist Stack, wenn du halt noch nicht so krass weißt. Hast du vielleicht Rock Fantasy gespielt? Ja, warte mal, ich muss auf das Gucken her. Ja, mach einfach wie du. Ach, wait, ey. Schöner Jonas. Just put on stuff if you wanna. Like, if you wanna play on screen, go ahead. We have like a lot of time left. I'm sad. Just win. Geht. Già meglio di come faccio di solito. Cioè, tutta, no, sono in Discord. Tutta la regna a guardare il set. Perché non hanno ancora finito. Guarda la drag di Okami. Cioè, è tutto bloccato qua perché sono andati Game Pass. Ah. Weil dein Herz gesteigt, ich sag's so, du bist halt so.
Dennis, wie weit dein Loser-Spiel ist. Ja, wir sind halt Winner-Team, das ist alles von einem Loser-Spiel. Ja, ich wollte das hier erst mal nochmal. Keine Ahnung, bist du denn Minder? Ja, weil wir sind hier nicht so. Ja, das ist das Spiel. Ja, jeder ist immer noch oh shit, das passt wieder. Yes! Fucking fuck! Ja, das war fast ein Reverse Rio! Not again! Du hast den Fluch gebrochen. Ohne Witz, verdammt, shit, zum Reverse Rio finden. Das ist ein Reverse Rio? Nee, ich wurde fast schon wieder. Ich hab 2-0 geführt. Okay. Jesus Christ. 3%, Alter! Are you kidding me? Wie macht Peach überhaupt 3%? Down air, I guess? Down smash, I hit. Jab? Holy fuck, Alter! Jan, wie fühlst du dich? I did. Good shit, Alter. Hey, finally, Alter. Tiramisu, Digga? Yeah, hell yeah! Yeah. What? Still playing like it. I was like, I'm because of the Magic. No, he doesn't care. Was sechster Seed, Alter. Autsch. Ja, was da gesehen bei mir? Nee, der hat doch letztes Mal das Zweite gewonnen, oder? Nee.
hat er verkackt, davor ist er Zweiter geworden. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen ihn verloren, der 2019. Aber gut, okay. Wie weit bist du denn Zweiter? Deswegen bin ich auch Zweiter geworden vor 2 Wochen. Ja, aber... Jetzt habt ihr die Magic verloren, jetzt habt ihr gesagt. Nee, gegen Magic nicht. Gamen, aber ich muss warten. Nur in der Semi. Ja. Wir sollten warten auf Loser. Das hier habe ich nicht verstanden. Dann eine Winner Semi wurde schon gespielt. Macht keinen Sinn. Ich mag Shy Guys, ich benutze Shy Guys tatsächlich auch. Aber ja, das ist mir so Latte. Also ich finde. Ich meine, aus Competitive Sicht macht das Sinn, nicht, aber ist mir einfach zu egal. Ja, ich finde halt Randall, manchmal ich freue mich auf Randall zu spielen. Ich finde Randall voll okay, der sollte bleiben. Ja, vor allem, das ist halt auch was Taktisches. Man sieht halt da oben am. Da kann man halt so Depp ja, einen Schein mehr machen. Ja, nee, also ich consider Randy die ganze Zeit, wenn ich ihn wirklich spiele. Deswegen sind das halt schon Sachen, die man halt legitim lernen kann. So, Shy Guys sind halt legitim einfach RNG. Die können von mir aus weg, auch wenn ich Shy Guys mache. Hast du den weggeschmissen? Ich spiel's auch nicht.
dieses Matchup, seitdem ich geswitcht bin, kein einziges Mal gespielt. Ich habe keine Ahnung, das wird wahrscheinlich geballert. Nee, Jan ist ja auch der einzige. Ja, deswegen, unranked findest du halt auch keinen. So. Deswegen keine Ahnung, wie es wird. Wahrscheinlich wird es geballert. Aber es ist okay. Welche Pops wieder bezahlt? Human? Ja, das war's. Gibt keine Pops wieder, wirklich. Ja, das ist auch Young. Ja, aber der ist ja ursprünglich ein Mädchen. Ja. Ab und zu kommt da noch zwei Pops. Yeah, I mean, there's like a the like part of the seating that you were in. Like, welchen, wer spielt sonst noch Pub? Jimmy fällt keinem mehr. Luke spielt ja jetzt mal. Ja. Viele sind halt retired, die wegen Bart oder Prinz. Ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leuten sagt. Gibt es überhaupt noch? Oh, what? Hä? Das ist so eine Power-Rank-Liste, wo man halt alle Power-Ranks von den Regionen sagen kann. Von was? Von einer Region? Yeah. Von einer Region. Nee, keine Ahnung. Aber mir würde kein Pub-Spieler einfallen. Das ist die Ankündigung da. Dummblut. Nee, in Deutschland hat man eigentlich keine Pub-Spieler mehr. Keine Ahnung, ob vielleicht bei... Ich weiß nicht, ob man das nicht dann gegen mich oder so? Ja, dann erstmal gegen mich. Obwohl, wenn ich ihn suche, dann ist auch Tage tippen. Ey, Bob Tage, das letzte Mal gegen mich gewonnen. Oder gegen meinen Cousin, Broly-Fan. Broly-Fan ist gut. Der hat im gleichen Turnier Maxi besiegt. Bob Tage macht mir Angst. Manchmal ist er am Ausrasten. Wenn er und Freund ist, dann ist er. Digga, der hat. Die Sache mit Bob Target, wenn er ein Freund ist, er marft dich, Alter. Weißt du so. Er spielt nicht krass, aber der muss marft. Ja. Das ist so schwer zu erklären, aber jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, er marft eigentlich. Du kassierst dann einen Tipper, wenn du zurückdashen wolltest, du machst ein Discord bei 40. Wenn du so genau rangehst, grabt er dich. Das ist so wie so Big Brain. Hä? Warum macht das nicht jeder mal? Wieso macht das nicht immer? Ja. F-Smash und Grabben, das ist unfair. Na, sieht gut aus in unseren Berliner Atzen. Das Problem ist, dass er gleich nur 2 geht wahrscheinlich. Ja. Das ist so traurig. Ja, ist halt Jedo. Hart ist das. Wir sind halt nicht viele Leute, aber das ist... Da ist das Arthur nicht da. Ja, wenn halt Arthur da wäre... Wenn halt ich meine, das ist Bracket Clean, so eine Art. Wenn... Niki... Wenn Niki nach Berlin zieht... Ja, möchten ja auch nur nach Berlin. Andere möchten ja auch nur nach Berlin ziehen. Achter wollte nach Berlin ziehen. Ja, Das wäre insane. Ich bin die ganze Zeit auf Chima am Überreden. Ey, Digga, guck mal. Ja, Ost, stimmt. Möchtest du was zu Bibi sagen? So, gut. Foggy Bobbies? Ein Quartett, for real, oder? Ist Doom-Dude auch ein Berliner? Ja, das ist ein. Ja, er war noch nie hier. Er will mal herkommen und kommentieren, der Hund. Kein Melee-Apfel. Hat er schon ewig gesagt, aber war noch nie hier.
ist vom Schiller Gymnasium. Von was? Schiller Gymnasium, von meiner Schule. Spielt er an mit? Nee, auch nicht. Hast du gesehen? Das hier so angenehm zu sitzen. Das ist schon geil. Warum ist es nicht beim Screenshatter? Ja, was soll das sein? Der Kommentator kriegt extra. Aber es lenkt schon ein bisschen ab im Spiel. Wenn das ist aber sein. Schon geil. Ja, aber wenn es halt immer mal wieder so. Gentleman's kommt, Agreement für Ventilator. Nee, wer den Ventilator? Ja, das ist auch in der Ecke. Da ist der Wind direkt hinter einem. Wenn er immer, weil der dreht sich ja auch. Ja, sorry, Heidauer meinte, das war viel zu leise, deswegen. Gerne Volume ist ziemlich high, wenn ich im Kommentar das sieht. Ja, die Kommentator sitzen noch einen Kilometer weit weg vom Mike. Okay, so. Sollen wir spielen? Ja. So, ja. Notify. Jetzt bin ich schon spielen, let's go. Ja, I don't care. Ja, he said he reckons you'll get 1-2. Yeah, that sounds about right. Money's on 1-2. How much? Das geht einem anderen. Wir sind ohne Hänger der meisten hinterher, deswegen. Give me one more local. Never mind, dann ist es dahin gegangen. One more. Ja, aber die Sache ist so, dass so muss man dann, wenn wir spielen, warten. Weil je länger wir hier spielen lassen, desto einer von den Matches muss halt auch gut sein. Deswegen macht es eigentlich Sinn, halt jetzt erstmal uns spielen zu lassen. Oder er spielt Offstream. Welchen Rank hast du bei? Welchen Rank bist du deutschlandweit? Warte? Welchen Rank bist du deutschlandweit? Was bin ich? Was soll ich denn? Was für ein Rank hast du? Ja. Du bist Top 50? Top 10, aber gerade ist eh so. Es gibt keinen Power. Ja. Also, ich glaube so. Gerade bin ich so 7. Platz. Also, wen gibt es gerade so? Du hast halt Nikki Ice, Kinzo Rick, dann hast du noch Arthur und dann hast du Shima Aster. So, und dann würde ich, glaube ich, ungefähr kommen. Der ist weiter unten. So, ich glaube, das kann man immer so kategorisieren. Welche Person gewinnt oder tun Set traden mit King? Wer noch nie gegen. Ja, er hat einmal gegen Shima gewonnen oder zweimal vielleicht. Aber Shima hat sonst viel zu hohe Highs. Aber sonst alle anderen, die über Paul gerankt sind. Die verlieren nicht gegen Paul, auch wenn Paul halt krass ist. Ah, doch, noch Anna. Anna ist auch noch wahrscheinlich gerade über mir. Ich bin ja 3 Millionen Mal. Hä? Anna wohnt auch in Hannover, oder? Ja, ja. Oder? Die haben schon 3 Millionen Mal gespielt. Also das ist schwierig zu sagen. Ja. Weil die ja, nee, aber Anna wäre, glaube ich, gerade auch über mir. Also, aber unter Asta und Shima. Okay. Also, ich glaube, ich wäre so 8. oder 9. gerade so in dem Dreh. Und ich glaube, danach würde Paul kommen. Irfan habe ich mal komplett rausgelassen, weil er retired ist. Echt? Ich meine, der Theodor noch spielt Doubles. Wo ist er denn? Hey, ich hab außer vorher. Heifmiss haben wir gespielt. Ja, wann war Heifmiss? Im Dezember? November. Im Dezember. Heifmiss. Weihnachten. War das nicht schon? Das war vor Weihnachten. Deswegen ja. Heifmiss. Der war seit November. Das ist halt ein halbes Jahr her. Ja, und? Das heißt doch nichts bei Retire. Es ist schon Retire. Sonst war Öfan nö. Eis jetzt mal kopiert? Ja, deswegen ist Eis auch auf kein PR. Aber du hast ihn genannt. Ja, dass er existiert. Aber nicht, dass er auf dem PR ist. Ja, das ist great. No, das haben wir nicht vergessen. Ne? Das ist Leon. Ja, die sind komplett weg. Schwiffi. Junge Schwiffi. Ja, nee, wie heißt der? Seal? Senu? Berlin hat einfach so viele gute Spieler, ey. Die alle nicht spielen, die keinen Bock mehr haben. Das ist so schade. Die haben das Richtige gemacht und Mili gequittet. Wenn die jetzt wahrscheinlich irgendwas Nices machen, sind wir hier in dieser heißen Venue. Aber Mili sind die Freunde, die sie auf dem Weg gemacht haben. Ja, und die 5 Euro Preisgeld beim Jedo. Dafür spielen wir.
Ja, wir müssen halt danach unbedingt streamen, weil ansonsten muss Losers auf uns warten. Ich glaube, man ist so oder so jetzt, ja. Hm? Ich glaube, man ist so oder so jetzt. Ja. Hat Dummdude mich schon mit Bracket bekommen? Ah ne, irgendjemand anderes hat Bracket bekommen. Mann, seht ihr das nicht, die Ankündigung? Oder guckt ihr alle auf... Ich weiß nicht, ob das auf dem Handy nicht sieht. Wenn er dann, ist es richtig kacke. Das Twitch das hinzugefügt hat, aber kein... Wir hatten Twitch. Naja, wenn die so ein Feature hinzufügen, aber halt nicht konsistent für alle Geräte das machen. Ja. Das ist halt weird. Ja, dann ist die Mobile App einfach scheiße. Ja, Twitch ist einfach scheiße, die das halt inkonsistent hinzufügen. Ich finde generell dumm, dass bei Mobile App zum Beispiel nicht Better Twitch TV anfangen kann. Ja, ich glaube, jetzt müsste es gehen. Ja, ich habe das mal ausprobiert, wie das aussieht. Das ist gut. Ich mache allerdings mal ein bisschen ein paar Fotos. Von zwei schönen. Kann man immer mal wieder gut verwenden. Werden das Liegestütze? Was glaubst du? Wenn ja, dann ist es schon hart auf seinem Counter, der Liegestütze. Das ist 1-0. Ja, links gechillt. Oh, keine Liegestütze. Lies mal Joffi. Damit das schneller vorbeigeht, ne? Damit das schneller vorbeigeht. Beziehungsweise da kann man es leicht und doch sehen. Klingt irgendwie gemein, aber irgendwie wahr. Wer hat den Copy Pot eigentlich gemacht? Irgendein Nordenspieler, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Das habe ich mal bei dem Discord gesehen, ne? Wo? Beim Discord oder bei. Ich glaube, das war auch in irgendeinem Twitch-Chat. Ja, auf Dennis. Habe ich das. War das Dennis? Ich glaube, das war bei. War die bei Arcadia? Ich glaube, da war die zum ersten Mal. Ne, ich war bei Arcadia halt da, deswegen habe ich nicht auf den Discord geguckt. Das möchte ich so gut gegen Felsen auch. Bei jedem Charakter. Ich wollte sagen, das möchte ich so gut von als kleines gegen Floaties, aber bei jedem Charakter ist es. Oh, geil! Falco hat keine gute Apfel, ja? Freu mich schon, wenn du kommst. Falco hat keine gute Apfel, ne? Bei 100 hört es auf. Ich glaube wahrscheinlich sogar F-Smash tötet besser nach oben und Psycho als Ab-Smash. Das wäre es die Hitbox wirklich. Hast du was gesagt, Bruno? Herr Schwitzker im Chat. Hm? Nee, ich hab gesagt, ich freu mich. Kann man gleich noch vorbei, kann jemand Dennis noch sein Match fragen, ob er was von Westend Döner will. Oh, danke, Jonas. Komm,
wie die uns einfach nicht fragt, ob wir auch einen Döner wollen. Ne? Das ist schon gemein. Ist halt schon. Oh no. Oh shit. Er hätte Downsmash machen müssen. Oh mein Gott, die Lich Pace. Oh mein Gott. Da war der Ankle broken. Das Movement. Oh no. Okay, aber leider nur vom Vorwand. Ey, dann. Ja, das ist die Junge. Ja, spamt mal eure Thirds, eure Birds. Thank you.
All right. I think he switched entirely to Farco. What? Yeah, yeah, he did. Why did? Because he thinks it's more fun. Makes sense. Makes sense. Yeah, yeah, I don't have anything to say. Maybe if he catches his fire back and then he's at a major and he's like down 0-2 versus somebody who usually doesn't lose to, he will switch back to Fox. I don't know. I could see that happening. Because that's what usually happens with these type of situations. But now that he's up 1-0 versus Jan, I don't think he will switch. I think he doesn't really care for winning or losing here. He just wants to play to have fun. Another one of those that Jan didn't hit. And just like we've been seeing with Nick Strait in third a bunch of times on stream, overwhelming third seems to be a very, very good game plan. Just throwing out hitboxes left and right, just overwhelming him. But it's looking like Parsec is doing a lot worse than Nick is usually doing. So, I don't know. Thank you. No worries. I got you. I'm still a Magic fan. But the thing is, Parsec is a really adaptive player. Like, he is, like, he's, like, all, like, thinking about, like, the habits of his opponent. He's also thinking about, like, their body language and shit, so maybe there's something in there. It looks pretty rough, this game. Ooh, but he makes it back with a Shine with Burst 4 there. Not that rough yet. It's that good. He wanted to charge Ashman. Yeah. Oh, right. But the tippy toes reach him in time. And Parsec's dying a little bit on the top platform, his movement being more ambiguous than third had accounted for. And yeah, it's looking like Parsec is slowly crawling his way back into the game, now in the lead. This also must be such a weird tournament for third. Like, we played the first round. I think, I don't know who he beat in the first round, but after that we played, and it was basically like a 30-plus minute set and not much to do at all, right? Because it's like Peach Puff. We basically trying to avoid each other as good as we can and then like trying to get sneak some hits in. This is a whole different ball game here. We got the Falco throwing out hits left and right. Yeah, I'm not respecting the shine on shield, so that's not too much of a conversion out of those, but still, it's a lot of damage. And on Dreamland, you're gonna need a lot of damage for his Puff. Yeah, he played against Ace. Against Ace, I see. Also, oh, that's also a very different matchup. Yeah, that's such a weird tournament for him. And he's still in winners. Oh, and this could be, this is going to be the game. Oh no, it's the stock. No. Oh, I'm sorry. I thought it was fourth stock, but it was only his third stock. And he gets the rest finally. And that's going to be game two. Dreamland being a handy counter pick as always. Puffs usually don't lose there. And now we go to Yoshi's. Oh, this is a bit of a gamble. Like, I really like Yoshi's for Falco, don't get me wrong, but especially if you're not as experienced, because you recently switched to the character, I think this stage can be a very much a downfall for the young Falco player here. But let's see. I think in this matchup you can only gain from playing in this stage. I see. Like, I don't see it anyway. But that's what I was thinking about. Is like he's off stage so soon, so you know. I mean. And usually Puff excels in those. But like Puff just dies earlier for everything, and also you can kill her off the top way easily. Way easier. With like a down tilt or shine or even. The mango. The new mango. What's the new mango? With the first hit with up the, air. Yeah. Ooh.
I think it's a little weird that we call that the mango, because Lucky has been doing this for his entire career. Lucky? Yeah, Lucky. And Zoo also, like, Lucky just does it with Fox, and Zoo also always hit it. It's a different thing. It's a different, it's a real combo. It's, oh. It's a mix-up. It's like you cross-up. Oh my god! Getting absolutely Silent. Fucked there. And yeah, Parsec is starting around the ledge a little too much. Bird catches him. Tournament winnering. Winning those tournaments. Uh-oh. And this could be a rest, and it is, and also not that much of a punish here. And this is going to be a rest for sure, I was about to say, but Jan. He also wasn't too happy about missing that rest. We could hear him scream. The entire venue erupting from this man that he just threw at us. And that's going to be the stock here. So yeah, third, he tied up the set 1-1, but at the moment it's looking pretty good for Parsec. Uh-oh. Oh! I think a dumb reset. Oh, and this is finally going to be an edge guard. And now rest is no. Now rest is on the table! Rest on the table, gang. Entspannung auf dem Tisch. And we have an even game. Uh-oh. Oh, he fucked up, I think. I don't know. Maybe he didn't want to upthrow because he didn't, you know, wanted to account for either DIing through the platform, like left of the platform or on the platform. Yeah. Ooh, another one of those grabs. Yeah, Jan is. I really like that. Oh my god. It seems like Jan is slowly figuring out Parsec's movement. This could be the game, and it's gonna be 2-1 for third here. I mean, very nice defense by Parsec, but Jan was just ready for it. Yeah. And like he was off stage so much, right? And that's what I was referring to. I think it's super difficult when you're Falco to, you know, actually keep center stage versus Puff. Oh. And not good getting... that he didn't rest there. Oh yeah. Also, Jan started respecting the shine a lot more, starts to roll out of it after the first shine, for example. That's what we just saw on the top platform. So yeah, maybe he finally arrived in the set and it's looking... it's a pretty scrappy set, I would say, but all in all, both players are playing through their strengths as much as they can. Oh, and it's even. Yeah, and it's even again. No, one back. No. Yeah, exactly. Now the Shy Guy is getting in the way of both of them actually, and this could be a rest, and again he misses it and dies at 5% for it. Wow. Talk about a rest punish here. Yeah, it seems like all the movement, all the throwing out hitboxes and shit, Jan is not ready. He's like thrown off guard or caught off guard with all these like failed rest attempts, and this is going to be an edge guard. See, he hit, I think, total of one rest, missed like five of them, and he got him mostly when he like could edge guard him early on. And SD'd one time by that. SD'd one time by that, yeah, true. And he had 5%, so that was actually a very big swing. And this is going to be the second to last stock of third, the third stock, if you will. Last game, it was also insane. True. But is Parsec going to let it happen again, or are we going to see game 5 in this winner semifinal of this very stacked weekly? Yeah, the damage is... I think it's already... Damage is done. 68. And this should be it. There we go. Yeah. Game 5, baby. And what do you think we're going to go? Maybe Battlefield again, because he lost there in the first game, right? We go Fountain. Ooh. That's interesting. I think Fountain is actually a pretty good stage for Falco. I wouldn't, like, if I was Pup, I wouldn't go here necessarily. And then again, when he played to his strengths, getting Falco off stage early and killing him off that with like easy edge guards on low percent, that's also possible here. So yeah, true. So this is, I think, like some kind of Yoshi's, because the stage is still small, but the ceiling is higher. So that thing that you mentioned earlier. Should be more effective now. Although yeah. I still think that this stage is pretty good for Falco. Just like for the platform height yeah. and stuff.
I think the higher top platform, oh my god, what an edge guard, very, very quick to the ledge there. I think the higher top platform is really good for Falco, actually, and it goes in both directions. If Falco is up there, Puff can't really do anything about it, like, right? She cannot reach him, and he can react to everything she does because her jumps are so slow. But if Puff is up there, Falco can do the same thing because Puff doesn't really fall very fast. Oh my god, and clips him with a down air. Even stocks here. Oh, this is a bad one. Oh. And this could be a stock. Oh, yeah. The tried and true third edge guard. Yeah, he always goes for those and really good against spaces. Against other characters, not so much, but against spaces, sets them up perfectly well for an aerial that gets rid of the stock, especially versus Falco, who dies pretty early because this up B is so abysmal. In terms of reach, not in terms of power. It's very powerful, actually. Ooh, the down tilt, not gonna be enough here. Yes, and you see Fountain of Dreams, baby. Yeah. It's creepy, I mean. And it was also the first one. Uh-oh. Ooh, he decides to go for a down air. I don't know what he went for with that. Oh my god, and the F-Smash is going to get rid of... Winner's stock? Yeah, winner's stock for Parsec. This is Parsec's winner's final stock. And the raw F-Smash. A raw F-Smash, yeah. Sometimes those suffice. But rest is on the table for two more stocks now. Rest. I think he won the rest. Yeah. Maybe... There was a edge game, so it could have been a crazy goal. And the nice percentage. Oh, not anymore. Parsec not letting us have any fun. Weaving his way around the Falco, not bad at all. Good strategy by third, recognizing that Parsec. And this is going to be the set. Game five, baby. Third makes it to least, winner's final. At least third place. At least third place, yeah, let's go. Makes it to winner's final, that's amazing. So he beat me and Parsec in game five, and now he's up against Kobobi, NRW man, NRW man. Jesus fucking Christ, Alter. Wenn ich ein Combo-Video mache, nenne ich das Restless. Because I have no other choice. Ich krieg offstage mehr Rest als onstage. Aber du hast es geschafft. Junge! Ich bin Dritter schon, ne? Du bist mindestens Dritter. Ich bin mindestens Dritter, Alter. Ja, gibt's safe schon. Das ist so der erste Name für ein paar Combo-Video. Aber das ist der Scheiß, worüber ich mit einem Set nachdenke, weil ich meine Gedanken nicht ausstellen kann. Ja, third bin ich schon mal, let's go. Ich habe nur noch NRW mal im Weg, ne? Und dann, wenn ich verliere, der Gewinner aus Losers war. Ich hab den Rest überhaupt gewonnen. Welchen? Den ersten, zweiten oder dritten oder vierten oder fünften oder sechsten? Achso, den, okay. Holy shit, Alter. Aber das war auch kann doch nicht wahr sein. Danke fürs Kommen. Oh mein Gott, Alter, beim Aufwärmen gegen Bingford habe ich schon jeden Rest erkannt. Er hat auch Fox gespielt. Da habe ich jeden fucking Rest daneben gemacht. Da war ich schon so, Alter, heute wird kein Tag, ey. Aber das. Bei denen habe ich auch gedacht, dass du da resten würdest, aber der war auch so knapp. Da wäre schon. Alter! Oh, ich kann nicht mehr. So. Jesus Christ, das ist so frustrating. Aber du bist mindestens Dritter. Achso, bei Parsec los, Alter, dass ohne Rest gewinnen kann? Naja, ich konnte den Edge Guard nicht sonst was. Falco geswitcht. Ja, aber... Er meint halt auch, dass er noch nie gegen Puff gespielt hat. Ja, so haben wir gefühlt, weil ich konnte ihn nicht grabben. Weil keiner spielt Puff im Red Bay. Ja, dann soll er sich nur einspielen. Du bist der einzige Puff-Player. Habe ich wieder von meinem... Ja, genau, habe ich wieder von meinem Matchup and Experience meines Gegners profitiert. So habe ich hier angefangen, Alter. Deswegen bin ich beim ersten Turnier jetzt mal 2 gegangen. Einmal musst du noch, ja? Zweimal musst du mindestens noch. Game 5 war mal fast nur. Konntest du sie besiegen in Winners Final? Dann bin ich im Grand Final. Dann kommt der als Losers, also wahrscheinlich konntest du sie noch mal. Aber wahrscheinlich lande ich eher in Winners Final. Dann wird es halt interessant. Den Konzi bin ich noch nie annähernd rangekommen, auch wenn es machbar ist. Aber Konzi ist zu gut, zu clean, zu voll gegen Puff. Er weiß genau, was er gegen Puff machen muss. Holy shit, das war sick. Let's go, Nix Red.
Soll ich klippen, war das zu früh? Kannst du, glaube ich, klippen. Okay. Holy shit, Alter. Konsti, der Teacher, der mich hier reingebracht hat und in die Fittiche genommen hat. Oh, Lightshield an der Plattform. Aber Dennis ist auch krass, ist schon ein krassen Losers Run. Ja, gut. Der muss, oh mein Gott! Nix für Tony going off right now, sorry, was? Der musste als allererstes gegen Action. Ja. Ashken. Dann Malik. Ja. Und dann halt jetzt Nix Red. Halt. Und dann Passer, lol. Ja. Oder Wurf Target oder Magic. Wurf Target Magic, er verliert gleich gegen Magic, hat er vor dem Spiel gesagt. Weil der nicht gut spielt hat. Will der denn schon, oder? Nee, Magic sitzt am Baum. Ich weiß auch, ich frage, ob ich spiele oder wollen wir am Stream spielen? Hast du schon gezeigt, wie wir am Stream spielen? Nee, das ist schon. Wir sind viel zu weit hinten, okay. To be honest, nicht Banane. Also ich weiß nicht, welchen du meinst, aber... Wer hat gerade gegen Parsec gewonnen? Das war bei mir steht auch. Ja, bei mir steht auch Parsec, dass ich dort gegen Parsec gewonnen habe. Thank you.
Danach spielst du. Langsam verwandt. Aber das habe ich nicht gesehen. Oh, hi, Heide. Ja. Ich habe so aus dem Augenblick eine Person gesehen, die gerade so nicht gerade gepasst hat. So. Oh, nein. Nice. Was hast du? Oh, mein Gott. Du passt nicht. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe heute den ganzen Tag ganz schön Kopfschmerzen und das war sehr, sehr nervig. Aber sonst ist okay. Das ist natürlich sehr wahr. Deswegen hier du hast überhaupt mehr Teile. Ja, ich glaube, ich glaube. Wenn du auf Dark Mode hast, dann wird es automatisch so umgeschaltet. Vielleicht liegt es daran, dass dein System nicht auf Dark Mode ist. Oder eventuell. Ich weiß nicht, wie es mit Apple ist, weil ich kein Apple-Produkt habe. Ja, das kann auch daran liegen. Das ist bei manchen Windows Manager, Desktop Environment so. Ich glaube, die lang updaten alle Desktop-Environments dazu, dass man system-wide Dark und Light Mode hat. Also bei KDA funktioniert das neuerdings, also bei dem neuen Manjaro KDA auf jeden Fall. KDA, ich lass mal. Boah, keine Ahnung, was sonst ist. Ich glaube, die neuen Gnome-Versionen haben das auch neuerdings. Bei Brave Browser funktioniert das auf jeden Fall. Hallo! Dennis, Heide, kommst du aus dem Chat? Ich bin aus dem Chat. Ist knapp zu verwechseln mit dir. Ja. Aber noch nicht eine Person. Hm. Oh! Bananenmarmelade ist im Chat. Ja. Ungewöhnlich. Und in der Mitte des Battle von
Von Dennis oh, und der hatte ihn da. Und Nix Thread. Da freut sich Nix Thread bestimmt, dass es so ausgeglichen ist. Ja. Oh geil. Das ist geil, Tiramisu ist mega geil. Mein Mitbewohner macht in letzter Zeit auch sehr oft Tiramisu und er kriegt es nie hin, dass das... Oh! Oh mein Gott! Oder zumindest diese guten, dass das Löffelbiskuit noch so fluffy ist und nicht so matschig. Das ist so geil. Da ist halt nicht so viel Wasser. Mhm, ja. Man hat da ja auch Kaffee dran. Aber es soll einfach nicht zu viel sein, aber es muss nach Kaffee schmecken. Ja, das muss halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob vorher mit Mascarpone zusammen, was das dann besser ist. Aber man legt das Löffelbiskuit eigentlich so kurz in so Espresso oder sowas rein? Oder sowas? Und manchmal suppt das so richtig durch und manchmal ganz geil. Oh. Hab von draußen so oh shit gehört. Ja, ich versuche auch so eine halbe Stunde zu geben. Oh, warum? Weil ich morgen meinen ersten Arbeitstag habe. Oh, aufregend. Ja. In so dieser Ausbildung? Ja. Geil. Wo ist das? Wie musst du weg? Wir sind bei dem bisschen U-Bahnhof nach 100 Platz. Mhm, ja. Ich muss halt 4 Stationen U-Bahn fahren. Ja. Das geht ja eigentlich voll klar. Ja. Nix wird richtig am Auftreten. Ja, voll, der hat so Bock. Danke, danke. Oh. Oha, oha, oha. Aber ich glaube, Dennis gegen Jan Zett hat wieder so 30 Minuten gedauert. Ich hab's gesehen, es ist insane. Ja, mit deinem Timeout. Ja, ich hab's, also ich hab's nicht gesehen, das Set, aber ich habe die Stats danach gesehen. Und ich habe ja noch vorher so gefragt, wieso ihr wollt wohl nicht ein halbstündiges Battle haben. Und dann war es tatsächlich so knapp auch. Genau diese Länge. Du hast es auch nicht gesehen, aber vorhin ist auch ein CRT-Computer. Oh nein. Ist so ganz leicht explodiert. Oh wow, krass. Und die Sicherung ist rausgegangen. Oh shit. Aber der Livestream lief ja eigentlich schon eine Weile. Das war ja bei den anderen. Ah, okay. Also nicht die gesamte Sicherung. Nee, nur die eine Sicherung. Oh. Oh fuck. Ja, ein paar Mal bekommen. Das ist sein letzter Stock hier. Das ist schon ungewöhnlich an der Stelle. Das wäre halt auch krass, wenn Dennis heute als 5. Platz rausgeht. Wäre ungewöhnlich, ja. Oh, andererseits hat Pete sehr viel Stamina gegen Ende. Ich meine, Dennis ist ja halt auch so ein Reverse-Old-Guy. Ich meine, jetzt ist es schon durch. Ich meine nur, dass der letzte Stock leicht ist, war es eigentlich nicht der Fall. Aber Nix Red ist gerade richtig im Amt. Ja, der hat richtig Bock. Und das doch nicht schlecht. Kann noch alles werden. Das geht jetzt richtig vorsichtig. Nix hat man richtig Dampf. Oh, und? Das war's! Oh! Italien! So, jetzt kommt Brunners Feine. Hi! Hey, are you? I'm great since I'm eating your very perfect tiramisu right now. Oh, thanks. It's insanely delicious. I love it. Nice, thanks. How do you get the
Biscuit? The like the what is it? Cookie the, part or whatever? Yeah. It is What's so it's not mushy and all wet. It's yeah, like it's barely, because I just barely did it. Yeah, that's I just, so cool. It's like I don't know if you ever tried, but like you have the yeah, yeah. But you just do tuck and then you turn it around and tuck. Perfect. Because my roommate very often attempts these. He's trying to make his tiramisu better. So he's improving it, and every time he's trying, it gets a lot better, but he never gets this consistency. So nice. Yeah, actually I worked a lot on the cookies consistency. Because before, like, I used to get it very quick. Okay, okay. But it's very good. Oh, perfect. Thanks. I really appreciate it. Oh. Ich glaube, so einen Winners Final habe ich noch nie gesehen. Nee, Third und Konati Boy. Und wer ist der Dritte? Nix Dritter? Nix Red oder Parsec. Ah. Also aber als Paseko. Ja. Boah. Der kriegt nicht die Rest. Oh, oh da kommt der Rest. Oh, das ist so lieb. Oh, er macht nichts. Oh. Das ist so lieb, wie er dann so schläft. Dieser nicht vorne Panne ist da. So. Das ist hier das Schillergummis Battle, ne? Ja, und Schillergummis gegen Schillergummis. Und Charlottenburg. Geh mal zum Tiramisu zu essen. Jo. Der zweite Rest, halt jetzt gilt, das Rest. Geht's zum Jan.
kommt der Panos wieder. Überlebst du nicht? Oh. Das war knapp. Thank you.
behind it, but then you close. It's open. We can bring the key, whatever. I think it doesn't matter. Loser Sunny. So, nachdem ihr die First Birds gespammt habt, kommen jetzt zwei Birds an. Das ist halt so ein paar. Actually, the thing that gave it away, how we fucked up, so...
That's a good time. There's a mistake you usually often make. Hey, what's up? He got stuck in shine and then turned around in the shine. I've seen that happen too many times. Nice. Ich glaube, offiziell bist du jetzt bester Jigglypuff-Spieler Berlins oder Deutschland. Deutschlands, wollte ich sagen. Main. Also ich glaube, Nikis Puff ist besser als meine. Aber Main. Aber das sagt ja nichts aus, wenn es zwei gibt. Also. Junge. Ja, wenn ich nächstes Set gewinne, habe ich nur ein Set vor mir. Crazy. Das ist krass, dass du 3-1 gewonnen hast. Ja, wie gesagt, das erste Game war seins eigentlich. Ja, aber trotzdem. Ich war bei 100 oder so, er bei 0 und er sprang und trinkt von der Stage, während er nämlich gerade mal. Was halt. Ja, hallo Leute, was geht, Alter? Ey, Duman auch im Chat, was geht, Duman? Represent Puff, sorry. Die meinten halt auch, dass du gehomiestockt hast beim. Hab ich auch, ja. Weil, es war, glaube ich, dritte oder vierte Game. Erster Stock, er hat mich komplett gecombo die ganze Zeit, bis 90% und springt dann runter. Da war ich so, gut, sagen wir mal, es war eine coole Suicide Down hier. Und hat mich mitgenommen. Wer meint, geht dann nichts Strat? Genau, okay. Aber so wie sehr ich mich auch freue, hier ist ein sickes Game im Stream. Game 1 an nichts Strat. Ja, das ist ein Point, Alter. Ich muss sagen. So wie gegen. The way nichts Strat played against Dennis, against the Peach, Jan Ulrich, was pretty fucking sick to watch. He's got the punishment game down so well. I think that's where Parsec is struggling kind of with Falco. He's got the movement at least. Parsec is insane moving around platforms, especially Yoshi's. So yeah, it's no surprise that he's counterpicking to this stage because it really feels like he's at home here. Look at that movement, dude, so crisp. The platform wave lands and shit. Cleanest I've seen. Free win, ja, genau. Ja, vor allem du hast zwei Sets. Ach stimmt, ich habe extra Leben, gegen wen ich da spiele. Darum bin ich gar nicht gewöhnt. Das ist das erste Mal, dass du von Winners zu uns kommst. Ja, das erste Mal überhaupt. Ich war ein paar Mal schon in Grand Finals. Ja, gegen Dennis, gegen Konsti, erste Mal gegen Rivka. Aber nie Winners halt, natürlich. Weil es gab immer einen, der einfach besser war als ich. Vielleicht kommst du auch einmal jetzt zu den Jedo-Thron mit dazu. Digga. Vielleicht habe ich das gesagt. Mal gucken. Oh, das sieht sie in der nächsten Folge. Von Nido 126. Der Konsti hat einfach zu viele Fehler gemacht. Ich habe ein paar gute Rests bekommen. Gerade Game 1, das war gut. Da habe ich richtig gut aufgeholt. Aber nice. Konsti muss halt auch gegen Kalko spielen, sein Top-Matcher. Der tut weh, aber. Nick Schreit looking so fucking clean. Oh mein Gott! Destruction! Wie lange ist denn die Delay da? Fuck it. Das muss geklippt werden. Das war insane. Aber Nick Schreit holt trotzdem das 2-1. Stuttgart Killer. Junge, the Italians are invading. It's already taken out Dennis. Now it's taken out Parsec. 2-0. Someone's gotta put a stop to this. The Konsti or me. Nixworth hat ja auch noch nie in Jedo gewonnen, ne? Beim Round Robin auch nicht, oder? Nee. Immer nur hat der noch nicht gewonnen? Ich glaube, der hat nur Zweiter oder so. What? Die Bedrohung ist im Süden. Wettervorteil. My face when the birds start speaking Italian. They're in the trees. Because birds build nests in trees. Man, it's a real. Nee, er wurde noch nie so laut Glicko. Damn, okay. Oh mein Gott. Ach so, Throw from the Stage ist Stuttgart Killer. Okay. I thought you meant like. Nix so, das ist Stuttgart Killer. Yeah, that's where birds usually are, exactly. Oh! Baldy. Too far away, but. Ooh, yeah, I mean, you didn't want to get punished for it. Was machst du denn hier? Was geht? Ich bin legit zufällig vorbeigekommen, was ich machen soll. Geil, ja, wenn ich das sagen. Du kommst zum perfekten Timing, Alter. Hast du Bracken geguckt? Was soll ich? Hast du Bracken geguckt?
das Bracket steht. Ah, oh, nee, ist gut, ich kann auch gar nicht. Digga, Grand Finals Winner Style. Ich hab Konsti besiegt zum ersten Mal. Was? Ich hab Dennis besiegt. Ich hab Karsten besiegt. Jo! Alle, bitte. Aber nice, sag mir mal. Was ist das? Nee, ich muss auch tatsächlich noch leider. Du musst noch weiter, schade. Aber wenn ich spiele. Ja, aber ich hoffe, dass du dich gleich da reinziehen kannst. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ja, danke, geil. Ja, aber hab ich mein das ist so, face over here. So weird. Wer war das? Max, ein Kumpel. Nicht der Max. Im Chat ist auch ein Max, aber ein anderer Max. Was denn? Oh, the tech! That was good. Einer, den ich aus der Uni kenne, mit dem ich immer Smash Ultimate spiele. Deswegen dachte ich, der spielt mal mit, aber hat leider keine Zeit. Nicht Softmark, ne, keiner von unseren Maxen. Artoval. Das ist auch Joker Max. Das ist auch lustig, dass wenn Third gewinnt, dass halt zwei Birds gegeneinander kämpfen. Wieso? Achso, Third Bird. Oder zwei Schillers. Oh mein Gott, das Shield Pressure. Aber generell, dieses Silo ist weird. Silo ist so weird. Dennis ist, oh, fünfter, Double Dennis ist fünfter geworden. Letzte Woche auch, oder? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist insane. Der ist gerade richtig am Nachweisen. Oh no. Oh mein Gott, das war cursed. That's so heartbreaking. Egal, weitermachen. Oh, so der war zu früh, der hatte gekillt. Das ist Pasek, right? The green one, yeah. Der grüne ist Pasek, ja. Alright, but ich hab jetzt auf die Controller-Ports geguckt, um zu sehen, wer wer ist. That was weird. The shine was missing and now he's getting punished for it so hard. Alter, dude. Mixer is so good. In punishing, getting out so much. Er war dritter letztes. Holy shit, and it's gone. Ach, dritter, ups. My bad. Oh, but he gets it! And it's 2-2! Game 5 time! Lass mal Grange kurz meinen Händen liefern. Das ist ein Placement. Sheesh. Was? Hat er jetzt schon zwei oder mal im Play? Max hat einen Screenshot gemacht und will sich was melden. Hello, if you're seeing this in the... Oh mein Gott. Alter, sowas ist richtig kacke. Review of Third Party. Das passiert alle 10 bis 15 Minuten. Warte. Hat er schon zweimal bei dem neuen Player. Ja, das sowas ist. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Weird. Weil ich hatte es eigentlich erlaubt, dass der diese Website benutzen darf. Ja, danke dafür. Übrigens, das kann man super auf dem Handy machen. Ja, das war voll kacke letzte Woche. Jetzt wird das halt. Ja, letzte Woche haben mich die Italiener beide gedoublekickt. Und Magic, Alter. Von Magic in Losers rausgehauen. Von den Italienern einfach. Aber Magic hat einfach sick gespielt. Oh no. Oh no, it's Zero. That's in the tournament game. He drops down at Zero. Passiert, das ist nicht gut. Ich hätte gewusst, auf jeden Fall nochmal geforstet werden, Leute. Mein Ego ist zu bursted. Jetzt hier? 2-2. 2-2. Und jetzt wird er gerade mit 0% geSD. Jemi-Turnier mit Ultimate. Ja, wir haben die Venue halt nicht mittwochs und wir wollen das Geld nicht für ein Ultimate-Turnier ausgeben. Oh mein Gott! Und ich that was so good! Der Platz jump. Reicht nicht für Ultimate-Turnier. That recovery, he miscalculated the double jump. We got punished so hard for it. Wann ist denn eigentlich das? The game's so open. Mittwochs. Stimmt, mittwochs ist immer ein Ultimate-Turnier in Berlin schon. Ja, aber Brexit. Die sind halt, das ist da so. Und Schönhausen oder so.
die Setup-to-Player-Ratio ist so dumm. Oh, echt? Ich war da mal, ich musste irgendwie eine Stunde warten für Winner Round 1. Ja, dann bringst du eigentlich Switch. Und manche haben da auf richtigen Fernseher gespielt. Nice. Das heißt, viel Lag. Ach so, ja, okay. Es geht zu beiden Fernsehern. Es geht aber ohne Gamer-Modus oder so. Ja, ohne Gamer-Modus halbe Sekunde, das geht nicht. Oh mein Gott, Last Dog. Last Dog, holy shit. Das ist so hype. It's a hype, pretty much. It's so hype. Anyone's game. Ne, das Problem ist, bei dem Beak Weekly in Berlin sind so, glaube ich, 100 Leute dabei. Bei Ultimate. Ach, bei Weekly ist es nur? Ja, scheiße. Schon. Das war ja gerade erst, ne? Gestern. Und, hier Panda. Nee, Dienstag. Oh mein Gott, der ist die! The Shield Slider. And Nick Strait. That was a reverse 3-0, right? Yeah. Holy shit, Nick Strait got a reverse 3-0. Clip it. Come on, man. Ja, Ultimate safe. Also, die Monthlies in Berlin haben auch 100 Leute oder so. Wenn PPM wieder mit Melee ist, von denn? Pandali. Wo denn? Naja, bei die möchte was angekündigen, ne? Echt? Das stimmt ja, der neulichen Turnier auch, wo Larry Lowe dabei war, ne? Ja, das ist ja wieder dieses PPM, was es früher mal gab. Ja, ja, aber es war dann Game On und es hat zugemacht. Ja. What the fuck's mit dem Melee los? Auf dem, da hinten, das Setup, siehst du? Achso, da ist irgendwas mit angebracht. Irgendwie wahrscheinlich falsch eingestellt. Memory Card gewackelt, lol. Vielleicht hat man erst auf Versus und dann auf das sieht man sogar Select. The Melee is glitching in the background, dude. It's cursed. Okay. Ja, ich glaube manchmal, wenn man erst Versus, dann Alter. Wieder B macht und dann Name is Select und so das dann einstellt, dann okay. Weird. Parsha clutches it out and now gets to play against Konstantin. Konstantins least favorite matchup. He hates Falco with a passion. So, it's gonna be interesting. But I think Konstantin's gonna take it. I think he's got it. Schüler Gümmels. Falsch eingetragen. Ich weiß, für wen ich bin. Ja, ich hab das doch richtig eingetragen. Jetzt hat er doch ein Bild geschickt. So sehen Sieger aus. Also. Cursed. Oh mein Gott. Ich hatte ein paar Outbox-Sachen, U-Tab Origin, Canvas, die neue Firefox, Strictly Cook Settings, CDN, das alles wieder. Also daran kann es auch liegen. Ja. Okay, das ist Game going on. By the way, wenn man auf die. Oh wait, the first stock's already gone, let's go. Die Webseite kann man eigentlich auch super auf dem Handy aufmachen. Im Browser? Mhm. War bei mir scheiße. Liegt an meinem Handy wahrscheinlich. Oh, the Side B! Into Stomp, into Knee, let's go. The classic, the Consti, the everything. Oh, ich krieg den vollen Glas, aber da wird ja runter und hoch sieht richtig. Was denn? Grand Final Area? Seed 6. Wie viele waren wir heute? 11 oder so? Oh! Oh, the grab release, that was close. That could have been bad. Doesn't lose his jump to the lasers. Oh, doesn't get the edge guard quite yet. Still. Ich dachte, der. Wrong angle, but he dies anyway. It's so funny that you didn't warm you up. You just. That up, I was so good. Tournament. It's funny that you don't warm up. Ich hab besser gespielt so. Puff be like. Don't need to warm up. I played so much better when I didn't warm up. So I'm just gonna not. But you get some rest in the last game. I'm just gonna make myself crazy. Yeah. I got like two or something against Parsec. That was cursed. And six missed or something like that. Yeah, seriously, that was so bad. I'm so sorry for screaming in the middle of the game, dude, for missing a set, for missing a rest. Parsec's so nice about it, but I really shouldn't have. What? He's just standing there. He didn't jab reset, he didn't shield, he didn't crouch cancel. Oh my god, the ledge. I think he has like controller problems or something today. Where? Konstantin? Yeah. And his rest setup is so bad. His knee setup?
Nee, Rough Punish. Ja, einmal hat er gar nicht gepunished. For example, he gentleman in the wrong direction or something. Exactly. Like that. Einmal war Falcon punished, das war auch dumm. Maybe the stick box is something broken or something like that? Could be. Neutral aerial. Ooh! Caught it. That was good. He knew that Pasta is gonna drift outwards because the side B carries him far enough to get back in. New players tend to like jump inwards immediately because they want to get back to the stage, but that's so readable that people and easily punishable because you're so close to the stage then. So people drift outwards, but yeah, of course that becomes predictable too. Because it is basically the safer option, but Falcon has a high enough airspeed that he can follow up people drifting outwards before the recovery. And you can safely make it back. Because his recovery isn't that bad either. It's punishable, but it has a good range. Scary. When both players are off stage, it's always so scary because it's anyone's game. Especially with the legend tangibility, you can do crazy shit. Oh no! Especially Constantine is so good at that, refreshing ledge invisibility and then covering so many options with back air or up air against Puff 2. I watched out for that this time and I play a bit of, around it because usually he kills me that way more often. Woo! That was so good! Oh! Nice one! He knew he had enough time to recover even after the long ass down air. Oh, nice! That was scary. Yeah, just laid back here to shine. Shouldn't have sheep grabbed there. He's always stuck in shield. He doesn't know what to do. Parseco. Let's go! Something. Oh! Oh! Oh my god! And he's dead. Yeah. He could have had the stock of heat. Cover the ledge. Oh! Upward angle F2 would have been enough. Or an up tilt. Both rolling in. And he's getting the combo and he's off stage. Oh! With a suicide down air, but it doesn't hit! Because Kanadi drifted outwards immediately and DI'd outwards too. And therefore he survives the suicide down air by Pasako. And can he make it back with that? Can he use that momentum to get the final start? He's down by a lot of percent. But on FD he could chain grab really well. And also Falco dies super early. Because once he's below the stage, he only has his up B, which is super slow and punishable and doesn't get very far. Oof. Oh my god. Back air, not gonna kill. This Falcon is heavy. Oh, the get up attack, why? Down B, jump. Oh, the side B! Oh, Falcon! Lucia would have killed. Oh my god, back with the down B! That's so spaghetti. He doesn't do anything. Let's grab that F-throw. And the down air just barely kills! He could have neutral aired like three times, so it killed him. Oh my god. He goes for the craziest down air. Both went crazy, to be honest. Oh my god. That was a bit spaghetti near the end, but Pasecco clutched it out on his counterpick, that was very important. Now we go to Kunzi's counterpick. Dreamer. Very much. So much space for Kunzi here. Yep. To make the combos. But also for. Oh, that was so good! Reverse back air leads to so many possibilities, and it's so satisfying to land on the ground and then punch it with a smash attack, slightly charged even. Nice, tomahawk. Meaning he jumped and landed and grabbed without attacking. Just Snapchat. Ich benutze kein Snapchat mehr. Es ist gut, um in Kontakt zu bleiben, weil man schickt sich einfach so Sachen. Alright, getting the up airs in. Getting good percent.
the ledge jump, but he didn't get punched for it. Oh. Both attacking each other's shields. The down. Oh my god! The down beat from ledge. Every time. Not from ledge, but oh, from. Oh my god, the double F2. Oh, down B. Can you come back? Oh, he gives him the ledge! Aber von dir war eigentlich auch richtig krass, diese F2, die du mal gemacht hast. Und eigentlich ein F-Smash werden. Oder davor wurde er noch vorm Landen, aber. Ich hab einfach dieser Konzi hat unter seinem Atem so schieß gesagt. Konzi hat unter seinem Atem so schieß gesagt, als ich die getroffen habe. Und er war auch überrascht, dass da noch ein Hit kommt. Das war, ist einfach so, so ein Dennis-Moment. Junge, Dennis ist ein sehr vokaler Spieler. Dennis ist einfach so ein Meme. Ach, komm! Er heilt sich damit selber. Aber das warst du heute. So, nee, das warst du heute auch bei mir. Das Feine, wenn du. Junge, wenn du ich weiß nicht. Das war es. Ist immer so leid, Alter. Weil es kann wirklich ablenken und. Ich will wirklich nicht mit so. Out of Game Grind gewinnen. Ja, aber das ist eigentlich auch so ein Mental Game. Oh, halt. Fast getting the combo near the ledge. Oh, Konati gracefully avoiding the down air. And getting out of. Oh! Stopped by the laser. Bit of neutral dancing here, doesn't get anything of the up air. Don't be on ledge again, why? Stop! It's a wonder that's been working so far. Oh! The landing up air, could have done something with it. Oh my god, that's it! Game. Hey, ich bin nicht auf Pal. Wir spielen seit 2019 nicht mehr auf Pal. Leider. Sehr zum Missgunsten von Office. Ich dachte, es wäre Projectile Jank. Ja, aber nicht so spät. Ist eher gegen Anfang, glaube ich, dass er da durch kann. Aber er hat er ziemlich spät getroffen. Wurde es ein Pal gefixt? Crazy. Wurde sogar ein Falcon genervt. Jigglypuff ist der Einzige, der gut wegkommt. Hm? Einziger Jigglypuff-Nerf, den sie in NTSC bekommen hat, den sie in Pearl bekommen hat, ist, dass Bowser Downthrow jetzt Schaden macht. In NTSC macht Bowser Downthrow keinen Schaden auf Game Watch und Puff. Weil oh, was, für, leicht was für ein Nerf. Ja, riesiger Nerf. Das ist Puffs schlimmstes Matchup sowieso schon gegen Bowser. Und dann deswegen bin ich sehr froh, dass wir auf NTSC sind, weil. Und Gandalf. Puff ist sonst zu strong. Ey. Ne, Gandalf auch, ne? Was ist bei Gandalf anders? Weißt du das? Gewicht, glaube ich, ja? Oh. Oh mein Gott, it's already two socks down. When did that happen? I'm watching the whole time, but. I didn't even. The Felix, thanks for the photo. Epic. Pausiert sein Match. Da kriegst du einen großen Konati-Smile dafür, Alter. Der auch im Hintergrund hier immer rumläuft. Flashig. Oh, the Windmill-Combos. Oh, with the Gelb Attack. Und der Wishes. Oh, wie kommt der dann zurück auf die Stage? Das war sehr mutig. Und die Downbeat von der Legend. Es kam schon wieder. Der wartet zu lang und kann gar nicht mitspannen. Yo, Felix. Let's go. Komm schon, Sir. Dennis Downhill. Downhill wieder, ja. Oh, zweimal gesagt sogar. Crazy. Yo. Ja, stimmt, what the fuck. Oh, come on, crazy move, man. Set it in ja, der kann ja doch. Oh, second. Groundhog. Berlin, er haut sich nicht, weil Falco hätte jederzeit Double Jump Downer machen können und damit wäre es Falcon Stop dabei. Ein sehr knappes Game gerade. Oh. Unser Parsec beginnt hier sein Tournament Stop. Sein erster. Ele.com mit den Consties im Chat. Let's go. Konati using the double jump. Oh, but he gets edge guarded. One stock each. Konati up in games 2-1. Oh! Und das ist the double knee. That's gotta be it. That's und das ist. Parsec is out. And we move on to grand finals. Wie bitte? Die Einwand auf Knie, das war hart, ja. Das war home in die Eye. Und jetzt ist es Grand Finals Zeit. Wieder Schiller Gümmes. Diesmal Grand Finals.
Second Final Hype hier. Doch. Thank you.
one set two. Shit. How was it outside? Outside was nice. Viel Spaß. Genau. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh Mann! Ja. Das ist eine Seite, das Seite von Jan. Ich habe das noch nie gesehen. Also nicht, ich habe nie Jan so eine Art. Ja. Den möchte halt den Win unbedingt jetzt haben. Ja. Also den ganzen Tag. Das ist der erste laut ab Winners Finals, glaube ich. Nee, ja. Ich hab auch nie gehört. Der ist wirklich heiß auf dem Win, das merkt man auch, wie er spielt. Jonas, draußen ist jemand, der gerade vorbeigekommen ist und so ein bisschen so fragt, wie das alles so abläuft und so. Aber Konsti spielt ja jetzt gerade. Willst du mal so ein bisschen. Ja. Ich hab schon mal gesagt, dass es jeden Donnerstag ist und dass er theoretisch dazukommen kann, aber wer kann ich halt nicht sagen. Because I can take the like the thing and team. It's easier to carry it if it's empty. Denken wir, das ist dein Payout hier. Glückwunsch. Hey. 7 Euro? Ja, guck mal, ich hab 14. Das zweite Mal, dann hat man
musst du halt eben schon mal Double Eliminate machen. Ja, genau. Das ist das war's mit dem Stream. Wen wollen wir denn raiden? Weil ich muss jetzt langsam los. Ich glaube, das ist ein gutes Fall. Also hier. Wir raiden euch mal rüber zu Back to Warcraft. Falls ihr nicht Warcraft 3 kennt, das ist auch ein schön altes Spiel und sehr gut. Das ist ein Strategiespiel wie StarCraft 2 oder halt sowas ähnliches. Ja. Hat Spaß mit für euch den Stream zu machen. Wir sehen uns Nedo. Und hoffentlich habt ihr Spaß gehabt dabei. There we go.